Im unvergleichlichen Ambiente des Schwabenstalles von Weißenbach führte Jakob Reiner durch einen Genussabend für Auge, Ohr und Gaumen. 45 Jahre gibt es die Sängerrunde Weißenbach und bereits zum 10. Mal begeisterte der Chor mit seinem Wunschkonzert. Junge Leute, bis auf Bockhorn oder was? Und die haben sich jetzt da, die Jungen oder die Buben, das sagen, und die singen jetzt da an einem Sonntag frühmorgens. Eines Sonntag frühmorgens. Nur Zeit, die wieder früher. Nimmt der Biker sein Radl und in Schutz für die Knie. Erkennt ja die Weg und Stein. Für sein Eis macht ein Bike wohl im Gebirg. Erkennt ja die Weg und Stein. Ich glaube, bis auf zweimal, wo ich verhindert war, habe ich das halbe moderiert und es war jetzt mal eine wunderschöne Veranstaltung. Die Leute waren jedes Mal sehr begeistert vom Gesang von unseren Weißenbecker Sänger. Und ich muss sagen, das Ganze geht ja um 6 Uhr auf die Nacht schon los. Und den Stall voll zu kriegen um 6 Uhr ist eine besondere Leistung für unsere Weißenbecker Sänger, weil sie wissen, dass so eine gute Veranstaltung ist. Sie wünschen, wir singen. Verwöhnt von den wunderbaren Chorklängen, verzaubert vom herrlichen Wein und kulinarisch entführt von einer echten Bretteljause, genossen die Gäste den einmaligen Abend. Der Chor ist vor 45 Jahren zustande gekommen, weil sich einfach ein paar Männer vom Dorf gesagt haben, machen wir was, dass wir Gemütel haben und dass wir Freude haben miteinander, und da haben wir eine Sängerrunde gegründet. Und das ist seitdem so bestanden, wir sind alle Männer aus dem Chor. Wir sind aus Weißenbach und der Abstammung Weißenbach, und auf sie sind wir besonders stolz. Die Freude an der Gemeinschaft und am Zusammenkommen stehen im Vordergrund, wenn unzählige helfende Hände ehrenamtlich mitarbeiten, um Veranstaltungen wie diese gedeihen zu lassen. Ja, das ist die Sängerrunde, gibt es seit 1971. Wir haben heuer eben das 45-jährige Jubiläum. Und es gibt noch, wie gesagt, 2 Gründungsmitglieder. Wir haben vor 2 Jahren oder 1,5 bis 2 Jahren Murzer Glück gehabt. Wir haben schon ein bisschen Jugend wieder zugebracht. Also die Jungen, die bei uns sind, die haben da Murzer Freude. Gemeindekassier Stefan Knapp freute sich in Vertretung des Bürgermeisters über wunderbare Musik und einen gelungenen Abend. Einer der Höhepunkte des Abends war ohne Zweifel die Ehrung zweier Gründungsmitglieder, die die Sängerrunde Weißenbach seit 45 Jahren bereichern. Ich bin jetzt 8 Tage verheiratet gewesen und da haben sie mich aufgefordert, wie ich schon bald sage, wir wollen die Sängerrunde wieder gründen. Und ich soll da mitmachen, gewusst haben sie, dass ich von Haus aus ein bisschen eine Stimme habe zum Singen, dass ich ambitioniert bin. Und da haben sie halt mich natürlich da an, dass ich mit tue. Ich habe gesagt, das Erste war, ich muss jetzt meine junge Frau also fragen, ob sie einverstanden ist. Und nachher, ja, sie hat gesagt, das ist dein Problem, aushalten musst es du. Also sie hat nichts dagegen. Und da bei der ersten Probe bin ich erst einmal 4 in der Früh heimgekommen. Ja, weil hat sie halt gesagt, also mein lieber Ehemann, oder Ehemann hat es nicht gesagt, aber lieber Schatz, das fängt gut an. Deus, war das bei dir auch so, dass deine Frau geschimpft hat? Naja, schimpfen weniger. Aber man muss vorbeugen für Schimpfen. Nicht? Aber das war immer frei gehabt zum Singen. Ich habe schon früh als Kind schon gesungen. Und aufgrund dessen war ich geschwind begeistert, wie es wieder neu angefangen hat. Die Weißenbacher Sängerrunde ließ an diesem Abend kaum einen musikalischen Wunsch offen. Mit gemütlichem Beisammensein und dem musikalischen Ausklang mit der Musikgruppe Almhüttenradio fand ein Abend im Zeichen der Musik und des Genusses den perfekten Ausklang in Weißenbach im Haus im Enstal.